Prolog Kameradschaft. Die Wasser leiten uns, das Feuer befreit uns und das Licht führt uns nach Hause. Das ist euer Weg in die Stadt des Lichts. Schließt ihr eure Augen zum allerletzten Mal, fahrt ihr hinauf in das Licht, wie Funkenflug. Willkommen sind jene, die wie wahre Janrana leben. Die anderen, sie sollen diese Welt als wildes Getier durchstreifen. Verglühte Seelen. Hey, komm zurück! Kalani! Entschuldigung, könntest du mir helfen, dass... Oh, hey, du, ich brauche nur jemanden, der... Ist denn hier niemand, der mich verstehen kann? Ah. Guten Morgen. Wärst du so freundlich, mir zu helfen? Es dauert auch nicht lange. Versprochen. Danke. Es ist in einer Höhle, etwas weiter unten. Geh vor. Ich folge dir. Ich stecke hier schon ewig fest. Seit ich hier bin, wollte niemand mir helfen. Ist das zu glauben? Ich sollte in der Stadt des Lichts sein. Hast du davon gehört? Dorthin sollte der Geist eines wahren Janrana hinaufsteigen. Nach seinem Tod. Aber ich bin schon so lange in dieser Kuppel eingesperrt. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich habe ich hier noch was zu erledigen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Amulett damit zu tun hat. Ja, und damit herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play. Mal wieder etwas ganz anderes als das übliche. Nämlich ein Spiel, was schon eine ganze Weile raus ist. Ich hatte es irgendwann mal auf den Schirm. Verlor es denn aus den Augen, weil ich davon kaum noch was gehört habe. Aber wir befinden uns jetzt endlich in dem Spiel Ember World. Und wir spielen einen Fuchs oder Wolf. Wolf passt, glaube ich, eher. Ich wusste gar nicht, dass das komplett deutsch vertont ist. Das finde ich mega gut. Wir müssen dem kleinen... Irrlicht hier, ich bezeichne das jetzt mal als Irrlicht. Brauchen wir unsere Hilfe? Also tun wir genau das, nämlich ihm helfen. Ich sprinte mal ein bisschen. Ich habe keine Testrunde gemacht, also ich bin komplett blind. Kann ich auch springen? Ah, okay. Ich kann nur springen, wenn ich sprinte. Okay. Scheint relativ linear zu sein. Ich weiß nicht, ob das ein Open-World-Spiel ist. Ich weiß, dass wir uns verwandeln können. Das ist das Einzige, was ich weiß. Ja.
Ich guck einfach mal nur. Gut. Nichts Nennenswertes. Aber die Musik war schon voll schön. Hier. Das ist es. Was denn? Ein Stein. Siehst du das Amulett? Kannst du es bewegen? Ah, vielen Dank. Lass mal sehen. Mein Janrana ist ganz schön eingerostet. Was steht da? Kalani. Nein, das war nicht mein Name. Vielleicht sind es gar nicht meine Überreste. Aber der Name kommt mir bekannt vor. Was? Das bist du. Das Amulett, das ist Kalani. Wolf, bist du... Es ist Zeit, dein lang ersehntes Licht zu erreichen. Diese verglühte Seele benötigt deine Hilfe. Lass dir hiervon auf deinem Weg helfen. Cool. Wolf, warst du das? Warst du Kalani in deinem vorherigen Leben? Aber das muss ja bedeuten, dass du aus der Stadt des Lichts verbannt worden bist. Du bist die verglühte Seele. Vielleicht kann ich dir helfen, die Stadt des Lichts zu erreichen, wenn du mir hilfst. Ein wahrer Janrana-Geist und eine verglühte Seele. Seite an Seite. Ruf ab und zu nach deinem Begleiter, um ihn um Rat zu bitten. Ich erinnere mich nur bruchstückhaft. Aber zusammen werden wir sicherlich den richtigen Weg finden. Du hast ein Relikt gefunden, Amulett. 1 von 77! Nein! Nein. Relikte. Ein traditionelles Janrana-Amulett. Kinder bekamen ihr erstes Amulett in einer Initiierungszeremonie, in dem sie willkommen geheißen wurden in die Gesellschaft der Janrana. Also ne? Legendaries? Dieses Legendary liebt die Nähe von Kolibris und entfernt sich selten von ihnen. Okay, Pilze. Geränkelte Krone. Modebewusst, aber giftig. Ein spezielles Janrana-Rezept machte daraus eine mächtige Brühe. Verbessert mit etwas Ziegenmilch gab es dir die Kraft, auch die schwersten Tage zu durchstehen. Naja, ess mal davon einmal ein, ne? Und dann hast du deinen schwersten Tag hinter dir. Der Schneemantel, so rar wie der Schneemantel damals war, war er reserviert für besondere Festlichkeiten. Okay, wir... Oh Gott. Ob ich... Nein, ich glaube, das werde ich nicht machen. Es sei denn, es bringt mir irgendwie... Ich weiß nicht, kann ich fertig... Habe ich Fertigkeitspunkte? Dieses Mal auf deiner Seite. Was ist das? Entschuldigung. Bedeutet es etwas? Wir werden es wohl herausfinden. Okay, hier gibt's nichts. Auf jeden Fall können wir viele Sachen sammeln. Aber ich würde sagen, wir beschränken uns wirklich vornehmlich auf die Story. Ja, ich weiß, ich tue gerade genau das Gegenteil von dem, was ich gesagt habe. Achso, hier gibt's nichts. Okay.
gern. Ich wechsle für die nächste Aufnahme die Steuerung fürs Sprinten. Komm, schaffst du doch. Wir müssen dich da rüberbringen, wenn wir das zusammen durchstehen sollen. Mal sehen, ob ich dir irgendwie helfen kann. Welch ist er? Ei. Meerschweinchen! Ich hab nur die beiden hier gefunden. Wolf, dein Mal, sieh. Konzentrieren? Was passiert hier? Wolf! Wie hast du das gemacht? Ich bin jetzt ein Meerschweinchen. Oh, du bist ein Seelenwanderer. Ich bin ein Meerschweinchen. Was du gerade getan hast, nennt man Seelenwanderung. Laut den Legenden der Janrana gibt es die, die halb im Licht und halb in dieser Welt existieren. Vielleicht sollte dir der Eintritt in die Stadt des Lichts gar nicht verwehrt sein. Wir sollten mehr über dich in Erfahrung bringen. Komm schon. Ich bin ein Meerschweinchen. Ich fass es nicht. Ich bin ein Meerschweinchen. Ja, und jetzt komme ich. Bin ich jetzt auch irgendwann wieder. Die folgen mir. Okay. Wir können. Wollt ihr was Böses von mir? Nein. Ich glaube, in dem Spiel gibt es nichts Böses. Ich sammle das einfach mal gerade mit. Weil es, ja, weil es ergibt sich halt gerade. Können wir auch wieder der Wolf sein? Wann wir wollen? Oder ist das abhängig von gewissen. Was? Kleine Albernheiten. Kleine Albernheiten. Drücke. Oder ab und an. Einige Tiere haben komplett kleine, nutzlose Dinge, die sie tun können. Wie zum Beispiel Bären essen, hinlegen oder nach Nahrung tauchen. Warum sollte ich das machen? Nur mal so. Oh, wie süß! Oh Gott, ist das süß. Oh mein Gott. Ich kenne jemanden, für den wäre das Spiel fast sowas voll. Diese Person würde sich in dieses Meerschweinchen verwandeln und den ganzen Tag nur mampfen. Das fällt mir sofort ein, wer. Ich glaube, das mögen Meerschweinchen, glaube ich, nicht. Oh, ist das süß. Ist das knuffig? Ja, aber Wolf, ne? Kann ich auch springen? Ah ja, mehr oder weniger. Wie halt so ein Meerschweinchen springen kann, ne? Oh, wir haben gerade gerollt! Habt ihr das gesehen? Weil ich die Sprungtaste zweimal hintereinander gedrückt habe. Na? Warte mal. Kleinen Moment, das muss ich gerade testen. Hoppa. Naja, mehr oder weniger rollen, sagen wir mal, ist es. Gut, machen wir jetzt mal weiter. Genug rumgespielt hier. Wir sind ein Meerschweinchen. Moon Eyes, Lost Amber. Kapitel 1: Licht und Dunkelheit. Wir nähern uns der Kuppel, die mich hier hält.
Ich kann diesen Ort seit einer Ewigkeit nicht verlassen. Aber vielleicht findest du eine Möglichkeit. Ist es doch Open World? Okay, also wir sind dieser wie hieß das? Kalina? Kalani? Kalani, glaube ich, war das, ne? Wir sind also dieser Kalani. Oder die Kalani. Ne, wir sind der Kalani, glaube ich, ne? Wir wollen in die Stadt des Lichts, weil wir dort verbannt worden sind. Und wollen da jetzt zurück, warum auch immer gerade, das ist mir noch nicht so ganz klar. Und dieser Lichtgeist, der hilft uns dabei. Und der selber hat auch noch was zu erledigen, also helfen wir ihm letztendlich ins Licht zu kommen. Okay. Grundkonsens ist klar. Boah, ich glaube, wir können hier mega erkunden, aber tut mir leid für alle Erkundungsfreudigen, ich glaube, es wäre wirklich besser, wenn wir uns in diesem Spiel hauptsächlich wirklich auf die Story konzentrieren. Ich glaube, die Sammlerei, die würde einen nur rausbringen. Siehst du das? Ist das ein Feuer? Sehen wir uns das an. Die Musik ist so schön. Das, was wir natürlich zufällig sehen, ne? Ein zerbrochener Hammer. Was wir natürlich zufällig sehen, sammle ich ein. Einfach nur des Sammeldrangs halber. Zerbrochener Hammer. Das ist wohl, was passiert, wenn starke Männer schwache Werkzeuge haben. Kenne ich irgendwoher. Was mich aushält, hat TÜV. Das ist kein Feuer. Was ist das? Eine Erinnerung? Ich glaube, wir sehen die Vergangenheit. Wolf, machst du das? Ja. Siehst du die Amulette? Das sind Janrana, unser Volk. Kinder des Herrschers. Was glaubst du, wo sie hin wollten? Oh nein, Banditen. Ein Hinterhalt. Das ist Kalani. Wolf, da ist sie. Ich meine, da bist du wieder. Ach du Scheiße. Also warst du ein Bandit? Das hier könnte einer der Gründe sein, warum du nicht in der Stadt des Lichts gelandet bist. Okay, wir sind eine Sie. Wenn wir mehr über dich erfahren, bin ich mir sicher, dass ich dir hier raushelfen kann. Was? Wie ist das passiert? War das die Erinnerung? Wolf, meinst du, das heißt, ich darf gehen? Los, versuchen wir es. Ist schon schön gemacht, ne? Du hast es geschafft. Was habe ich geschafft? Ich bin frei. Wolf, ich bin frei. Okay, ciao. Jetzt kann ich dir helfen, den Weg zur Stadt des Lichts zu finden. Komm.
Okay, wir sind doch eine Sie und wir waren wohl eine Banditin. Warum auch immer. Haben wir noch mehr Tiere? Ich glaube, wir werden noch mehr Tiere irgendwie steuern können, oder? Fokussieren? Schweinchen! Okay. Hallo Schweinchen. Ich brauche euch. Zack. So, und jetzt sind wir ein Schweinchen. Hui! Ach, das ist mit dem Halten. Der hat das vorhin, das Doppeldrücken, hat er als Halten. Hui! Oh, ist das süß. Oh Gott, ich bin... Ich meine, ja, es ist natürlich süß und ja, aber ich bin ein Mann und sowas berührt mich keinesfalls emotional. Überhaupt nicht. Sowas ist was für Frauen und Kinder. So. Hä? Ich häng fest. Bin ein fettes Schwein. Wie wissen wir, wie sich Meerschweinchen fühlen, obwohl ich mir sicher bin, dass Meerschweinchen keine Tunnel bauen. Komm, haben wir uns verdient, hä? So. Sind wir gestärkt. Und jetzt geht's weiter. Hallo, ich will rollen. Wow, 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 wow. Alter. Okay, krass. Ich bleib mal erstmal noch Schweinchen. So, ich bin mal jetzt Wolf wieder. Die Musik hat aufgehört. Oh oh. Sieh mal, das sind wohl wieder die Banditen. Die etwas tragen. Und da vorne waren wir gerade. Wir waren wohl doch nicht ganz so gut, wie ich gedacht habe. Bisschen rebellisch. Was treiben die da? Haben die was runtergeschmissen? Ah, die haben den Fluss als Transportmittel benutzt. Alles klar. Boah. Mir gefällt ja der Grafikstil, ne? Enten! Ich bin jetzt eine Ente. Tappen zum Flattern. Ja, ich will der sein. Was, runter? Okay, warte mal. Ach so, nein, hoch, hoch, nein, 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 hoch, 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 hoch. Ah, die Flugsteuerung. Muss mal ein bisschen... Alter, wie geil. Flattern, 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 hoch. Ich komme gar nicht höher. Okay, ich habe eine festgeschriebene Höhe. Okay, alles klar. Die Kuppel, die mich festgehalten hat. Wo? Sie ist nicht verschwunden. Sie ist nur größer geworden. Ich kann nicht durch, bis wir sie brechen, Wolf. Wie haben wir das zuvor gemacht? Wir haben eine Erinnerung gefunden. Da hinten, wir haben so ein Feuer, gedingst. So ein Feuer enthüllt.
Gehen wir schön außen rum. Haben wir gerade einen Musikbug oder soll jetzt einfach keine Musik laufen? Schweinchen. Okay, warte. Nein, ich will doch. Ich will. Hä? Was war das? Achso, ist das denn dieses Sterben? Okay, alles klar. Also, wir haben es begriffen. Wir können nicht sterben. Das Banditenlager. Hast du hier gelebt? Da hinten blinkt was. Wir schnüffeln gerade. Wir waren die Anführerin. Anscheinend warst du ihr Anführer. Ist das? Der Name auf ihrem Amulett, da steht Wayla. Unsere Tochter? Finde weitere Erinnerungen. So schlimm warst du gar nicht. Du hast dich um sie gekümmert. Ich bin mir sicher, dir kann noch vergeben werden. Hast du das gehört? Das hat wohl geklappt, Wolf. Komm schon, auf zur Kuppel. Ja, lass mich. Hier gibt's ja noch mehr Erinnerungsfetzen. Pi, wir schnüffeln. Voll cool. Jetzt wissen wir, wie sich ein Hund fühlt. Oder auch nicht. Gut, okay. Gibt's nichts mehr zu erschnüffeln? Ach ja, da. Gut. Ich würde sagen, bei diesem Spiel halte ich mich mit dem Folgen mal nicht allzu lange auf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spiel allzu lange geht. Deshalb mache ich hier jetzt Schluss, beende jetzt hier die Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das Spiel, ja, macht Spaß, ist mega süß, mega niedlich. Die Story, glaube ich, die müssen wir uns nach und nach zusammenschustern. Wir wissen bisher, dass wir zu dieser Stadt gehört haben. Wir wissen, dass wir verstoßen worden sind. Wir wissen, dass wir eine Banditin waren, die eine Tochter hatte. Und wir werden von einem Irrlicht verfolgt, während wir uns in verschiedene Tiere verwandeln, um Hindernisse und Wege zu erkunden. Alles klar. Gut, das ist der Stand der Dinge. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss, bleibt gesund und overplayed and out. Tschüss.